In Italien wird heute wieder einmal gewählt. Die 62. Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die letzte hielt gerade 20 Monate. Im Land ist fast permanent Wahlkampf. Und die Parteien bereiten sich natürlich ständig darauf vor. Mit Trommeln und Fahnenschwenkern und so weiter. Wird dann, wie jetzt, die Wahl tatsächlich ausgerufen, begeben sich alle Parteien sogleich emsig ins Waffenarsenal. So ähnlich, wie es in jedem Sommer tausendfach in Stadt und Land zugeht, wenn die Italiener ihre Wettkämpfe austragen, zum Beispiel auch im Armbrustschießen in Massa Marittima, das zweimal jährlich dort stattfindet und bei dem Mannschaften der drei Stadtteile darin wetteifern, einen hölzernen Falken ins Herz zu treffen. Bei der Parlamentswahl sind die Parteien inzwischen ähnlich reduziert. Ihr Ziel aber ist der Staat mit seinen vor allem finanziellen Ansprüchen, dem sie alle am liebsten den Garaus machen würden. Und vielleicht dafür bei ihren Festen schon immer mal üben. Das Volk versetzt sich derweil in euphorische Erwartung und feuert die Kämpfer lautstark. Das Spektakel beginnt mit dem Einmarsch der Gladiatoren. Von Anfang an wird wie bei einem Wahlkampf ordentlich Lärm gemacht. Es sieht sogar so aus, als trüge einer so etwas wie ein Wahlprogramm vor sich her. Vor allem aber zeigt man seine Waffen und auch die alten ergrauten Kämpfe früherer Tage marschieren noch einmal in die Arena. Eine wichtige Rolle spielen allerlei bunte Fahnen, wie wir später noch sehen werden. Zunächst jedoch wird das Publikum mit goldenem Flitter ergötzt. Auch das nicht unbekannt, das Wahlkampf. Die Fahnenträger zeigen alsbald ihre Kunst, die wie ein Gleichnis auf Politik erscheint.
Sie verstehen es nämlich, die Fahnen so kunstvoll zu schwenken, dass man ihre wirklichen Farben kaum erkennen kann. Schon gar nicht ihre Botschaft. Und am Ende, wenn sie sie in die Luft werfen, wechseln sie sogar den Besitz. Ganz ähnlich den Parteien, die ihre Fahnen auch gern in den Wind hängen und nach Bedarf mal diese und mal jene vorzeigen. Wenn dann die Spitzen der Stadt versammelt sind, geht es erst richtig los. Die Waffen werden scharf gemacht und der erste Schütze in Blau tritt aus Podest. Getroffen oder nicht? Das Volk liefert seinen Kommentar. Oft von den Parteigängern der einen wie der anderen Seite stimmgewaltig in die gewünschte Richtung gelenkt. Die nächste Mannschaft in Schwarz tritt an. Die Aufregung wächst. Volkes Stimme schwillt zum Orkan. Dann noch ein Versuch. Jetzt von den Roten. Danach läuft alles zusammen, um das Resultat zu ermitteln. Dann scheint der Gewinner festzustehen. Jubel kommt, beinahe wie am Wahlabend, wo sich auch immer fast alle zum Sieger erklären. Nur das Volk scheint unzufrieden. Aber was tut's? Der nächste Kampf folgt schon bald. Und die Akteure eilen, sich darauf stimmgewaltig vorzubereiten, mit Trommeln und Fahnenschwenken und so weiter.